Hallo there und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ahead in Time. Ja, wir haben im letzten Part es doch tatsächlich geschafft, den Pinguin eins auf die Mütze zu geben. Ja. Ja, das ist jetzt offen. Interessant. Was hat sich geändert? Ein Zeitriss. Da muss ich gleich mal rein, ne? Das muss ich angucken. Wenn wir schon gerade dabei sind, krabbeln wir auch alle Zeitstückchen ab, weil vor allem Mustaschke hat wieder bei uns in der Vault was Was heißt wieder? Mustaschke hat in unserem. Oh, das habe ich schon gehabt. Okay, wenn ich das schon gehabt habe, dann brauche ich das nicht machen. Dann tut mir das zurück zum Hub. Ja, auf jeden Fall. Dann werden wir jetzt einfach mal in die nächste Welt eintauchen und schauen, was wir dort fortfinden werden. Welche wird es sein oder was wird überhaupt sein? Das ist auch noch eine Frage. Es sind viele Fragen, die beantwortet werden wollen. Karabam! Ne? 25, das ist auf jeden Fall schon mal die Welt. Also wir haben, glaube ich, mehr als eine Welt zur Verfügung. Area unlocked. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir garantiert noch nicht. Ist das hier? Ja, ich kann wieder rumsitzen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich ändere mal die Maske. Oder den Hut. Hier. Sind wieder eine verrückte Witch, ne? Okay. Hier wissen wir noch nicht, wie viel Zeit wir brauchen. Interessant, warum kann ich hier rein? Alter, hier sieht's aus. Kleine. Bisschen aufräumen hättest du schon können. Ich weiß, dein Schiff ist gerade von Mafiosis übermannt worden. Ich will nicht die Leiter runter. Ich will da springen. So, jetzt halt. Achso, man kann da nicht gehen, okay. Disteln? Also Monsterdisteln? Haben wir hier? Brennende Rohre, alle möglichen Shit. Ui, was ist das hier? Nice. Oh doch, hier gibt's was. Hier ist was dazugekommen. Was ist das hier? Ein Button? Ein Notfallknopf. Perfekt für Momente, wenn du einen Knopf drücken möchtest, aber nirgendwo anders einen finden kannst. Oh, I have to press the button. Dann schauen wir mal, was ist das hier? Kapitel 4, Alpine Bergkette. Eine alpine Bergkette. Nice. Very nice. Schauen wir uns das mal an, was es hier so gibt, ne? Sieht ein bisschen Himalaya-mäßig aus. Hoffentlich nicht so ein Far Cry 4 Gedöns. Das könnte ich mir sparen. Hängen da gerade Würstchen von dem. Ich habe eindeutig Hunger. Oh Mann. By the way. Wir haben jetzt 12 Garn. Achso, das ist die Einwohnermaske schon. Okay, Die haben wir ja schon. Ich habe mich komplett vertan das letzte Mal. Ich weiß, ich werde sicherlich der ein oder andere mit reinschreiben und sagen: Hast du schon Alzheimer? Ne? Hier kann ich drauf stehen. Interessant. Aha. Weird stuff, aber interesting stuff. Na, komm schon. Was haben wir hier? Ein Nestle. Wir müssen es zerstören. Es wird unsere Felder privatisieren und unser Wasser uns wegnehmen. Oh Mann. Was haben wir hier? Okay. Hier könnte man sich hinsetzen. Nett. I guess. Was sind das für komische Dinge? So Wulste. Das sieht daraus, als würde es brechen. Aha. Nur aus empirischem Beweis. Okay, bleib ganz. Weird shit. Okay, was gibt's? Ich gehe die Stufen hoch.
finde hier so eine Flex-Spinne. Die Skulptula wird garantiert nicht uns hier, ne, Stress machen. Ich sollte unbedingt aufhören, nach Prüfungen jetzt zu kommentieren. Ich habe meine erste Prüfung heute nämlich geschrieben. Wenn dieses Video für euch rauskommt, werde ich wahrscheinlich morgen meine letzte Prüfung schreiben. Für euch, wenn das Video rauskommt. Alter. Die Flexspinne flext hier rum. Und sie wirft mir Geld um sich. Wäre schön zumindest, aber naja. Ich sehe die ganze Zeit, dass da noch irgendwelche Sabber runterrabbelt. Ne? Nee, 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 Dude. Das darf mal nicht sein. Wieso habe ich leichte Oddworld-Vibes hier? Ganz leichte. Ich brauche auf jeden Fall von ein paar von den Münzen, weil hier gehen uns mir gerade ein bisschen ab, muss ich ehrlich sein. Ich habe ein paar zu wenig davon. Vor allem dieses ganze Star- und Sternchen-Sein hat aber ein bisschen kostspielig. Okay. Weird. Okay. Was passiert, wenn ich das dritte runterroll? Ja, bam. Nice. Muss ich irgendwas ausweichen? Ich hoffe nicht. Eine Himmelswelt. Lass uns Elisabeth suchen. Eine Himmelsstadt. Holy shit. That's nice. Okay, es sieht auch so ein bisschen nach Enel aus. Okay. Was zur Hölle bist du denn? Have you noticed those bright flashing lights in the sky? Ja, man nennt es Blitze. They started appearing recently after some weird hourglasses fell from the sky. I wonder what they could be. Ich finde es lustig, du hast so einen leichten Akzent wie Tali damals. In any case, I really wish they wouldn't be so bright. They're blinding. Da kann ich aushelfen. Kann ich sehr gut aushelfen. Ich bin professioneller Entbreiter. Oh ja. Da ist auch so ein breiter Kerl. Not everything I sell is of value. I also sell terrible bad. So, wir können uns den nächsten halte X gedrückt, um eine Laserattacke auszuführen. Nice, dann fahren wir mal Laser. Nachdem ich ihm die ganzen Edelsteine gegeben habe. Nice. Okay, 500 und 800, das wird ein ganzer Haufen, du. Okay, jetzt möchte ich den auch mal ausprobieren. Okay, ich hab den schon. Holy fucking shit, ich hab ein Kamehameha. nice. Ein Kamehameha-Regenschirm. Aha, nice. Ich bin immer noch diesen Kamehameha absolut verzückt. Okay, dann gehen wir mal hier uns. Shiny Things. Shiny Things are nice. Aha. So, was haben wir hier? Bist du nice? Du stampfst zwar herum wie so ein Böser, aber ne? Sieht knuffig aus irgendwie. Sagte er und gab mir einen Bitch-Slap. Alter! Okay.
Es gibt drei Stufen von Kamehameha. Interessant. Mhm. Gibt's hier? Da ist noch ein Haken. Okay. So. Was haben wir hier Feines? Komm schon. Aha. Ich kann mir mal diesen Bösewicht weg. Komm schon. Kabam. Anscheinend reicht das nicht. Der ist härter als Son Goku, mein Freund. Also, hui. Why don't we blow the horns ourselves? Ja, gute Frage. Up this high, the air is really thin. It's hard for us to take deep enough breaths. It doesn't seem to bother you, though. Anscheinend. Okay, dann. Mal tief Luft holen und blasen. Unartiger Sack, du. Aha. Oh Gott, es wird noch eine ganze Weile hin und her gehen, sag ich dir gleich. Du hast Ziegendorf aufgeschlossen. Aha. Okay. Was macht das? Was kann ich da sehen? Hier gibt's auf jeden Fall ein Garn, was ich gerne hätte. Neues. Zeitlupenhutgarn. Es gibt einen Zeitlupenhut? Nice. 32 Garn. Wie viel Garn habe ich denn? 13. Oh, da bin ich noch eine Weile am Stricken. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Wo zeigst du hin? Egal, weiß ich nicht. So. Ah, da gibt's auch noch einen Weg. Sag bloß, das ist der Sack von vorhin. Anscheinend. Mhm, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Super. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu dem Lava-Gedöns hier. Ja, komm schon. Nice! Ich will alles haben! Muss ich das eigentlich gedrückt halten? Nee, muss ich gar nicht. Gut, passt. Okay. Ich hab ein paar übersehen! Nein, Heresie! Gut, dass ich diesen Magneten hab. Hm. Kann das sein, dass das Team hier irgendwie mit Open World Mechanics rumexperimentiert hat? Interessant. Is great. Oh, it's even hotter to the right. Ja. Okay, ich gehe jetzt aber trotzdem links. Cause I'm cool. I'm also hot, but I'm mostly cool. Okay, dann schauen wir uns das mal hier an. Wo geht denn das hin? Geht zu diesem komischen Gitter. Okay. Interesting. So. Ja, ja. Komm schon. Warum ist das hier plötzlich so rot und eingefärbt gewesen? Keine Ahnung warum, aber naja. Man nimmt einfach mal alles mit. Kuchen! Ich will Kuchen! Ich bin massiv unterfuttert. Ja. Oh, jetzt ein Baumkuchen. Oh. Nice. Wir fahren ja, sagen wir so, meine Familie, die Familie und ich, ne? Wir fahren ja bald wieder nach Ungarn oder haben es zumindest geplant gehabt. Und da gibt es so ein, gibt es in der Nähe von Schimek, gibt es da so ein
verdammt gut, gibt's das so eine, gibt's, in der Nähe von Schümig gibt's halt diese Burg. Und auf dieser Burg, da gehen wir jedes Mal hin, wenn wir da sind. Auf dieser Burg, als habe ich dich komplett übersehen. Auf dieser Burg gibt es einen Verkäufer, der Baumkuchen verkauft. Gott ist der gut. Und wir freuen uns jedes Mal wieder drauf. Naja. Und jetzt habe ich irgendwie Hunger drauf. Verdammt, ich hätte es nicht tun sollen. So. Wo geht's jetzt hier zum Baumkuchen? Zum Lavakuchen? Okay. Und wehe, Lavakuchen ist nur ein abstraktes Konzept. Ich will Kuchen. Ja. Ich laser dich. Entferne mal Laser! Nice. Was haben wir hier? Okay, der will nicht. Wir wollen mich alle nicht reinlassen. Zauberei. Ich glaube, hier fällt man ein bisschen länger. So, aber... Was hat dieses Eck jetzt hier tatsächlich effektiv gebracht? Dass es existiert? Mir ist deine Existenz nicht eindeutig klärend. Okay, und kann man hier hoch? Ja, man kann... Oh! Da brennt die Hütten! Interessant. Okay. Man sieht hier ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ah, da geht's zum Kuchen, aber oh nö, das ist nur so ein halbes, so annähernd abstraktes Konzept, ne? Was ist das hier? Normalerweise kann man das schlagen. Man kann auch solche Dinge schlagen normalerweise, oder? Zumindest das, wo ich vorhin drauf war, das haben wir schlagen müssen. Anscheinend dieses nicht. Okay, dann kriegt's halt eine extra Wurst. Eine extra Wurst. So, schauen wir mal. Ich sollte wirklich vom Nahrungsmittel aufhören zu reden. Oh Mann. So, was haben wir hier? Gehen wir weiter und schauen wir mal hier in Richtung Lava Cake. Browsing and cruising. Durch die Luft. Lavakuchen. Okay. Ja, nö. Was hast du mir zu sagen, Kleine? Nö, überhaupt nichts. Okay, passt. Achte nicht drauf, dass ich hier alles weglaser. Es ist alles. Ich bin nicht die Schönheitschirurg. Ich laser dir alles weg. So, sehr schön. Lasern! Fahr mal Laser! Okay, jetzt haben wir hier. Eine fette Beule am Kopf. Okay. Eine Kanone! Die gibt natürlich genüglichen Schub. Gute Frage, nächste Frage. Das ist ein Grab. Das braucht ein ganz bestimmtes Treatment von mir. Very nice. So. Und hier. Es geht jetzt hier weiter. Eis, Kamera! Aha. Danke fürs Hochreben, aber das war jetzt nicht unbedingt nötig. Nein, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Come on. Nein. Okay, das war knapp, aber ging noch. Okay, und hier kann man das irgendwie weglasern, das Ding? Naja, nicht ganz. Kann man das auch aufladen? Nee, geht auch nicht. Selbst wenn man aufgeladen ist. Selbst bei Hunden, selbst bei mehr als 10% meiner Power. So, was haben wir hier? Ein Haken. Da klinke ich mich mal ein. Ich bin ja ein Decker gewesen, lange Zeit.
Da muss man natürlich seine Ehre voll machen, ne? Ganz eindeutig. Gibt dir 100% recht. Da ist ein Garn. Und eine Jacke Point. I spy with my little eye some treasure that is mine. Okay. Und wo ist dieser Treasure? Some treasure. Okay. Und was hier noch? Tod und Verderben. Hauptsächlich. Okay. So. Hoffe ich mal. Warum läuft sie nicht? Kleine, was machst du da? Willst du sterben? Ich finde auch jeden Scheiß. Oh Mann. Man merkt, das Team ist klein gewesen. Was zum... Tod und Verderben! Gut, wir haben wenigstens einen Checkpoint gehabt, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob das hier wirklich weitergeht. Und ich würde das dann auch gleich mal als Anreiz nehmen, denn ich mache jetzt hier Pause. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Add in Time. Wir sehen uns dort. Fertigat!